Und weiter geht es mit FIFA 15 Ultimate Team. Eine spanische Mannschaft. Oder hauptsächlich Spanier, ein Chilener, ein Franzose. Und hauptsächlich Spieler aus der Primera Division, außer da waren noch zwei andere. Costa und wie heißt er? Silva. Ich spiele das gleiche System wie in der letzten Folge, also ich habe nichts geändert. Sie hat quasi keinen Grund da drin. Ah! Ja, Hummels. Wieso spielt Reus mit Handschuhen? Kann mir das einer erklären? Ein schöner Sonnenschein, langärmig und in Handschuhen. In Barcelona. Und der Konter läuft. Und ich habe den Ball verloren. Ah, das war einer zu viel. Einer zu viel. Schade. Nein! Oh Mann. Schade. So, komm zu mir, mein Bällchen. Ich will dich haben. Nein, Müller. Ich habe gedacht, mit Reus kann ich es ja von da probieren, diese Variante, und ich sollte wieder mehr reden. Aber ich konzentriere mich so hier drauf, weil ich mich ja mal so aufrege. Deswegen habe ich gedacht, ich halte einfach lieber mehr den Mund und spiele besser als laber viel und spiele mir eine Scheiße zurecht. Ah. Schade. Der Müller hätte ihn von da gemacht. Hätte ich mal den Müller auf dem rechten Flügel. Nein. Ich bin da froh, dass er da vorne spielt, weil er ein bisschen eiskälter vorm Tor ist als Aubameyang. Ein bisschen. Schön, dass ich eigentlich auch auf Gündogan den Ball haben wollte. Wenn er einfach mal 5 Meter länger spielt. So, Aubameyang. Ah, okay. Das wäre eine halbhohe Flanke, aber es war irgendwie eine flache geworden. Okay, ich bin noch im Ballbesitz. Ich bin weiter im Ballbesitz. Ich wollte eigentlich. Jetzt macht. Ach, Alter. Manchmal frage ich echt das Spiel, wie es die Befehle kapiert. Mist. Mist. Ach, Nase, hör auf zu jucken. Leck. Da wollte ich zu viel mit Lewandowski. Okay. Und tschüss.
Rot? Ja, wollte ich schon sagen, wenn das nicht rot ist. Der Ramos. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so viel Platz habe. Wo kam denn diese riesige Lücke her? Sehr schön. Macht schon mal um einiges einfacher, die Partie. Okay. Das heißt, ich könnte hinten schön in die Lücken spielen. Ah! Schade, 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 schade. Ah, es war abseits. Verdammt. Ich hatte gehofft. Nein! Jetzt war er nicht so eiskalt, wie ich mir hofft habe, der Müller. Ah! Ah! Ich würde mir wünschen, wenn ich vor der Halbzeit noch in Führung gehen würde, aber das passiert leider nicht mehr. Ach, da pfeift der Abseits zurück. Ah! Ich hab's mir ja schon gedacht, dass es Abseits sein wird, aber... Ich würde schon sagen, das war ein Foul. Ja! Da ist es noch. Da ist es noch. Ich habe eigentlich auf die Abseits gerade gewartet. Er war auch vorher in der Höhe mit. Wer da hinten rechts auch immer gerade spielt. Ja. Sehr schön. Ich hätte hinten jetzt längst die Abwehr dazu gemacht. Das verstehe ich bei den meistens Online-Spielern nicht. Wenn ich eine rote Karte in der Abwehr sehe und merke, dass ich hinten anfällig bin, mache ich die doch eigentlich zu, oder? Reus! Ah! Mist. So. Das war kein Abseits. Mist. Ich habe nicht zum Mann bekommen. Ah. Nein, lupf doch nicht. Einfach am Torwart vorbeilegen. Ah! Sollte man langsam das 2-0 nachlegen, weil ansonsten könnte das hier noch mir ein paar Probleme selber einbrocken. Och, Müller! Ich lobe dich noch für deine... dass du eiskalt vom Tod... tot bist. Vom Tor bist und dann macht er zweimal das Ding nicht rein. Alleinstehend vom Torwart. Mist. Komm. Nein, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich mir selbst das eingebrockt. Ich sag ja, ich habe mir selbst das eingebrockt.
Komm. Ja. Nein. Das war kein Abseits. Warum heben da alle die Hand? Ah. Das ist Tontaubenschießen da. Komm, pass, pass. Mann! Ich traue mich nicht, Pause zu drücken, weil dann denke ich, dass er die Lücke zumacht. Ja, schön. Kriegen Freistoß. Freut mich. Das meine ich auch schon mit einem Freistoß fällig. So. Och! Mann! Leute! Kedira und De Bruyne. Wieso ist der schon wieder auf 81? Der hat 83 Spiel. Och, Mann. Ja. Verdammt, ey. Er wechselt aber keinen einzigen Verteidiger ein. Uah. Ich weiß nicht, ob ich dran war. Wenn ich dran war mit den Händen, weiß ich, dass ich ihn auf jeden Fall... ja. Ja! Ja! Genau im richtigen Moment, De Bruyne. Schön in seinen Fasstor, nach seinem Fasstor das 2-0 reinlegen. Ich weiß nur nicht, wie er den Ball sich da rumgelegt hat, aber schön. Ich sag ja, meine Stürmer treffen nicht. Ich muss mich auf Mittelfeldspieler verlassen. Ah, da war der Mathieu rausgerückt. Okay, De Bruyne. GG. Und holt sich noch eine gelbe Karte ab, oder? Nee? Mist! Wenn ich dahin passe, geht der Verteidiger dran. Das weiß ich haargenau. Ich habe aber dann Angst, da irgendwas zu machen, aber normalerweise sollte da ein Torwart rausrutschen und sich reinwerfen. GG Lewandowski. Jetzt muss ich höllisch aufpassen, dass ich kein zweites Tor kassiere. Weit aufgerückt, der Herr Alaba. Ja!
Ich habe ihn nicht berührt. Er hat die Lücke immer noch offen. Mann! Muss man doch nicht hier mehr abseits pfeifen. Rindenkacker. Das war eigentlich auch meiner Meinung nach abseits, aber egal. Ja! Noch ein Sieg. Sehr schön. Aber ich habe die rote Karte nicht effizient nutzen können. In der zweiten Halbzeit war er ein bisschen stärker als in der ersten Halbzeit, aber De Bruyne hat im richtigen Moment das Tor geschossen. Puh. So. Jetzt fehlen uns noch 3 Punkte in 2 Spielen. Das müsste ich schaffen. Ich hoffe, ich schaffe es. Vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Bis dann. Ciao.